Moin! Leute, willkommen zu einem neuen. Wir, also er und ich, testen Produkte, die wir noch nie probiert haben. Teil 17. Dieses Mal habe ich wilde Sachen dabei. Runde 1. Ich starte aber mit normalen Sachen eher, damit es später spannender werden. Diese leckere, gute, neue Giotto. Mit Neapolitaner Junge. Schade, dass Falco nicht da ist. Da sind Neapolitaner drin. Ob die da alle reinpassen? Das ist Kannibalismus. Inspiriert von Neapolitaner, oder was? Ich hab Bock, weil Giotto ist schon so eine geile Sache, die ich mir in letzter Zeit viel zu selten gönne, weil viel zu viel Zucker. Ich versuche auf Zucker zu verzichten. Boah, ich merke schon, wie das Wasser im Mund zusammenläuft. Durch die Spucke rede ich gerade. Aber du willst ja auf Zucker verzichten. Ich würde die dann später vernichten für dich. Ja, nee, also wir können es auch hier für die Gemeinschaft hier lassen. Wir haben hier so eine Süßigkeitsregal. Prime für ganz schlechte Tage. Und hier unten haben wir noch mehr irgendwo. Wir machen so Süßigkeitsregal, weil ich... Es riecht nach Haselnuss, oder? Nutellig ein bisschen. Ich mag eigentlich kein Nutella. Boah, lecker. Schon lecker. Der Nachgeschmack ist richtig geil. Da schmeckt ein bisschen wie diese Locker. Mach mal auf Locker. Die habe ich gestern probiert bei Sascha. Das ist auch meine Lieblingswaffel von allen. Mhm. Diese Füllung hat ein bisschen was von diesem sehr nussigen, intensiven Locker-Geschmack. Locker. Komm runter. Ich mag normales Giotto mehr. Ich mag das genauso, glaube ich. Wir hatten letztes Mal das Spekulatius oder so. Boah, das war so knusprig. Hey, das ist auch voll knusprig. Was laberst du? Aber das war noch 10-mal so knusprig. Hater. Also ich würde sagen, 10 von 10 auf Lock oder auf Locker. Der war jetzt Boomer, Digga. Leute, wichtiges Thema, wo wir beim Thema Boomer sind. Letztens habe ich hier in der WG etwas gesagt, irgendwas mit einer Serie durchbingen. Und die alle so, hey, was ist das für ein Wort? Was? Ein Boomer-Wort? Ich so, hey, das ist doch ein Jugendwort, ja, oder? Ja, ist es. Ich meine, das gibt es erst, seit es Netflix gibt, so mehr oder weniger. Ja. Philippe wusste nicht, Falco wusste nicht, Adi, alle haben mich ausgelacht. Nico so, hey, was? Weißt du, was das Problem ist? Die sind alle Boomer. EQ. Schreibt es bitte in die Kommentare, ob das ein Boomer-Wort ist oder ob die anderen einen an der Waffel haben. Oder an Loka. Halt einmal. Runde 2. Könnte rote Beete sein, die Farbe. Könnte auch so eine dunklere Süßkartoffel sein. Es gibt auch die, so ein bisschen lila aussehen. Blue Maize heißt wahrscheinlich blauer Mais, oder? Die Hauptzutat ist blauer Mais. Es gibt blauen Mais? Hab ich auch noch nie gehört, Alter. Warte mal. Wait a minute. Googeln wir das jetzt? Wow, das ist komplett blau einfach. Das sieht voll komisch aus. Freunde, wer von euch hat das schon mal probiert? Ich würde gerne eure Review darüber hören. Wie schmeckt blauer Mais? Schmeckt es genauso wie normaler oder macht es einen blau? Oh nein! Schmeckt wie ein ganz normaler Tortilla-Chip, original. Es gibt schlechtere. Ja, ist okay. Weil du musst different sein. 9 von 10. 7 von 10. Auch noch glutenfrei, vegan. Das wird man sich direkt zum besseren Mensch. High in Fibre. Das Ding hat Fieber, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Junge, 7,1 Gramm Eiweiß. Ich fühle mich wie Markus Rühl gerade, ich schwöre. Aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Runde 3. Ich habe natürlich noch viel geilere Sachen. Und zwar scharfe Popcorn. Digga, will er mich. Mit Schokolade. Puh, sieht das schön aus. Wann ist das passiert, dass du dich auf solche Dinge freust? Ich mag wilde Sachen einfach. Weil das Normale habe ich mich satt gegessen. Ich will was Krasses. Hörst du das? Ja. Diese Blasen an meinen Arbeiterhänden. Ich mache ja Klimmzüge in letzter Zeit. Leute, das sieht echt ein bisschen verdächtig aus, ne? Aber das kommen wir mal so ein bisschen Stange benutzt. Ja, du sagst nichts auf einmal. Ist lecker, glaube ich, oder? Das sieht halt absolut brutal aus, hier, wenn man einmal reinfilmt. Aber es ist eine angenehme Schärfe, die so hinten rumkommt. What the fuck? Ich esse ja diese Pflaume gerade. Das kommt immer hinten rum, ganz böse. Oh, das ist... Ich hoffe, das verstärkt es nicht. Ist lecker. Du schmeckst auch Chili nicht so richtig. Und dann wird's scharf halt, ne? Und wenn die Schokolade... Oh, pikant, gut. Die Schokolade hat nicht die beste Qualität, finde ich. Nee. Aber die Schärfe ist sehr angenehm. Ich weiß nicht, dieses süß-scharf-Ding ist einfach nicht meins. I like. Okay, für mich ist es eine 5. Ist auch schon gut. Ja. Ist Mitte. 7. 7? Vielleicht sogar eine 8. Das ist so das ist über Mitte. So ein Zwischending. Über Mitte. Man hat nicht zu viel davon. Nicht genug, dann weißt du, man übertreibt nicht mit Schärfe. Man kontrolliert dann sein Essverhalten ein bisschen. Man ist da auch nicht so viel davon, weißt du? Du nimmst wieder selber hops gerade, ne? Das gefällt dir, ja, gut. Komm, 8 von 10. Digga, von 7 sogar nochmal hochgegangen auf 8. Ich bleib bei 5. Leute, was ist eure Lieblings-Popcorn-Sorte? Weil es gibt ja schon salzig, süß. Ich finde, das ist schon so Karamell, Top 3. Glaube ich, so. Diese Karamell-Popcorn ist schon krass. Boah, Bruder. Zu viel. Oder Schoki-Popcorn halt, ne? An dieser Stelle, wo Herpes ist, habe ich noch drauf gebissen gerade. Unangenehm. Runde 4. Nächstes Produkt ist. Jokolade! Hier. Aber neue Jokolade. Nicht diese. Brezel-Metzel hier. Gute. Ich habe letztens Mr. Beast Bar probiert? Absturz. War okay, aber es hat so diesen Ami-Vibe. Die Schokolade hat so eine komische Qualität. Man ist halt gewohnt, so Milka und Lindt zu essen. Und Ami-Schokolade ist anders. Ich glaube, der feiert sich sehr doll, oder? Er packt sich ja überall hin. Er macht sich hier auf Cover drauf. Er macht sich hier drauf. Das extra Poster steht da drin. Kannst du einrahmen. Für mich wirkt das ein bisschen selbstverliebt eher, wenn du mich fragst. Ich habe schon mal Schokolade mit Brezel probiert. Das war geil. Von Hershey's, glaube ich. Oh, das war gut.
sehr gezuckert. Ist nicht so meins, glaube ich. Ich esse in letzter Zeit hauptsächlich für den süßen Kick, weil ich auf Zucker verzichte, aber trotzdem was Süßes möchte. Ein bisschen Dattel, vor allem diese Majul-Dattel, diese Softies, diese dicken, weichen. Und da ein bisschen bittere Schokolade reinschieben mit 85%. Diese Kombination, Leute, ich schwöre euch, das ist die Meta. Und da ist halt wirklich wenig Zucker drin, aber es hat trotzdem diese schokoladig-karamellige durch die Dattel, dieser Mix. Was machst du dann nochmal mit der Pflaume und mit der Dattel? Ich schieb dir dann so ineinander. Weißt du, du tust den Kern aus der Dattel raus, so eine Öffnung, und dann schiebst du die Schokolade rein, hast du so ein Sandwich. Dattel-Schokri-Sandwich. Ich schwöre euch, Leute, probiert's aus. Ich weiß nicht, ob man das darf, was du da machst. Das darf man. Die schmecken nicht immer besser, je mehr ich davon esse. Aber trotzdem, zu wenig Kakao-Geschmack. Nur eine 7 von 10. Das ist eine 9. Kann man nichts falsch machen. Runde 5. Perfekt, dass wir Nachos haben. Guacchi, oder? Nee, es ist keine Guacamole. Es ist kein Avocado, glaube ich. Mucho verde. Farbe gefällt mir gar nicht. Nee. Sieht aus wie Kotze. Riecht nach Chili con Carne oder so. Voll geil. Komm, ja, wir probieren nochmal mit diesem Nacho zusammen. Ist es überhaupt scharf? Ein bisschen vielleicht. Du bist jetzt nicht so viel erkannt von der Schärfe. Herb ich ein bisschen. Kräuterig. Nee, Herbs. Weil Kräuterig. Ich bin American Boy, you know. Wenig Geschmack, oder? Komischer Nachgeschmack auch von diesen Chips, aber glaube ich, kommt das. Ich finde, das ist gar nicht so geschmacksintensiv irgendwie. Grüne Paprika, Weinessig, gemahlener Knoblauch, modifizierte Stärke, Salz, getrocknete Petersilie. Ich sag doch herbig, oder? Ich liebe es auch, wenn da in der Auflistung von Zutaten natürliches Aroma steht. Ja, das klingt auch gut, oder? Natürlich. Also ich finde es besser als diese Salsa-Soßen, weil die sind mir zu gesüßt, irgendwie zu Tomatenmark-mäßig. Schon bitter auch ein bisschen. So wie das Leben, ich finde es geil. Meinst du, es ist nicht so ganz? 6 von 10. 4. Bin ich jetzt okay. Würde ich mir nicht nochmal holen. So. Ja, ich vielleicht auch nicht, aber ich hätte halt ein bisschen mehr Jalapeno erwartet. Wenn es so ein bisschen schärfer wäre, würde ich es nochmal holen. Ja, die Konsistenz ist geil eigentlich. Also einfach ein bisschen Chili-Pulver reinmachen eigentlich, oder? Du brauchst wie Koch oder was? Das ist mir schon viel Aufwand schon. Eier kochen, Buchweizen kochen oder Abfahrt, Alter. Wer ist nicht drin, ey? Und Kartoffeln im Ofen. Und Salat. Runde 6. Also hier bin ich mir nicht sicher. Weiß nicht, was das sein soll. Das ist doch White Peach. Ja, ist White Peach. Das ist White Peach. Aber Cola mit so Geschmack? Könnte. Also ich mag zum Beispiel mittlerweile nicht mehr, aber damals Vanilla-Cola und Cherry-Cola. Das war Game Changer. Leute damals. Und das könnte so in die ähnliche Richtung gehen, oder? Oh, richtig voll gut. 9 von 10. Ja. Ich würde sagen, die Cherry Cola ist ein bisschen besser. Ja, ich glaube, ich war Vanille Cola. Und dann gab es noch beides zusammen. Vanille Cherry. Das war Endgame. Ist leider nicht mehr da irgendwie, oder? Findet man nicht mehr, Leute. Ich kann mir schon vorstellen, warum. Gibt es irgendwo Cherry Vanilla noch? Gab es das überhaupt mal? Habe ich mir eingebildet? Das ist das Mandela-Effekt. Mandela? Oder? Wie sagst du? Mandela oder was? So hast du doch gerade gesagt. Mandela. Na, Mandela-Effekt. Du hast Mandela gesagt. Mandela, ja. Mandela. Woher weißt du, wie der auf seiner Sprache ausgesprochen wird? Das ist deutsche Aussprache. Mandela. Vielleicht ist Mandela das Richtige. Auf Russisch sagt man Mandela. Was ist denn jetzt richtig? Komm. Mandala! Auf Russisch sagt man auch Gamburg zu Hamburg. Auf Russisch sagt man Idi Nachwe. Das war nicht nett. Hallo, hey! Schenke ich dir. Danke. Runde 7. Wild und noch wilder. Noch nie diese Marke gesehen. Was ist Bebeto, Alter? Türkisch, Helal. Allein, dass es vegan ist, wollte ich es mal probiert haben. Ich mag eigentlich so saure Sachen. Was ist denn für ein Geschmack bei dir? Strawberry. Und ich habe Cola. Das hier sind so gefüllte mit so weißem Schaum drin. Und bei mir sind so eine Art Drachenzungen. Gibt's auch von Balla Balla, diese Schlangen. Der Cola-Geschmack kommt böse gut. Auch das Saure. Perfekter Mix. Das sind 9 von 10. Ich mag das auch. Hat auch gute Konsistenz. Schön bissfest, nicht zu weich. Es ist krass, dass das ohne Gelatine trotzdem funktioniert. Dass es trotzdem so dehnbar ist. Man fragt sich halt, was für eine Scheiße die da reinstopfen, damit es noch so biegsam ist ohne Gelatine. Die eine Scheiße wurde durch die andere Scheiße ausgetauscht. Also egal. Ich weiß gar nicht, was ich leckerer finde. Beides Gute. Die ist sogar noch geiler. Ich mag das lieber. Sauer immer Gute. Ich würde beiden auch eine 9 von 10 geben. Ja, das ist sogar eine 10 von 10 für mich. Wir müssen die mal so aufrollen und einfrieren. Der Feinschmecker. Ja, klar. Ey, backen das in unsere Snackschublade rein. Ja, Leute, kommt vorbei. Wir haben eine Snackschublade. Heute gab es noch gar keinen Handstand. Digga, du berührst die Decke fast. Der Typ ist fast 40, ich sag's ja nur. Runde 8. Ein neues Produkt von einer Marke, die wir alle kennen und lieben oder vielleicht auch nicht lieben. Und das ist ein kleiner Feigling. Was soll das? Der ist auch ein bisschen stärker. Obwohl, ja, das normale Feigling ist ja 18% oder so. Ich will nicht lügen, irgendwie stärker auf jeden Fall als 10. Das originale Feigling finde ich nice. Das ist so Pflaumenlikör-mäßig, ja. Ne? Ich mag den Geschmack, aber das ist hier jetzt mit irgendwas gemischt, oder? Was du darfst zuerst mal. Okay, da steht Aubergine, warte mal. Aubergine? Ah, Augenblicke, für perfekte Augenblicke. Ich habe perfekte Aubergine gelesen. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Es riecht voll lecker und schmeckt auch okay. Wie Feigling nur mit Kohlensäure? Weiß ich nicht. Ist nicht deins? Ich würde schon nur 6 geben. Nee, ich finde, es schmeckt so voll nach billigem Alkohol und bisschen Feigling-Geschmack mit Kohlensäure. Nee, vielleicht habe ich noch zu viel von diesem sauren Zunge, weißt du? Oh. Nochmal probieren.
bisschen Gänsehaut. Ja, es ist schon stark, schon sehr intensiv. Nee. Das ist eine 5. 3. Allein wegen Design. Das Design ist schön. Das Grün mit dem Schwarz sieht gut aus. Hat was. Allgemein, glaube ich, sehr spezieller Geschmack. Nicht jeder mag Feigling. Also, wenn ihr Feigling mögt, kann sein, dass das euer Ding ist. Ich mag aber den normalen Feigling. Das mag ich nicht. Ach, soll ich alles kaputt. Lasst ihr euch auch probieren, eigene Meinung bilden. Okay. Runde 9. Ich weiß nicht, ob du dieses Produkt auch noch nie probiert hast. Ich auf jeden Fall nicht. Das ist eine andere Art von M&M's. Schon probiert? Ja. Hier gibt es halt so Nüsse und auch noch anscheinend so Flakes. So Cornflakes. Genau. Und ich habe es noch nie probiert. Ich habe immer nur gesehen, aber dachte mir so, ja, ich weiß nicht. No-Name-Marke, keine Ahnung. Ich bin so ein Opfer, weißt du. M&M's kenne ich, also nehme ich. Aber wenn ich es nicht kenne, probiere ich es lieber nicht. Aber kann sein, dass es überraschend gut sein könnte. Wer weiß. Es gibt auch viel zu wenig Konkurrenz für M&M's. Und jetzt gibt es die Marke. Letztens habe ich sogar noch Jokolade gesehen. Jokolade hat jetzt auch so M&M's-Sachen. Das sieht original aus wie Joghurt mit der Ecke. Es könnte lecker sein. Ja, geil. Ja, einfach knusprig mit Schokolade überzogen. Und sogar noch ein bisschen diese Erdnussgeschmack. Schwer jetzt zu entscheiden. Jetzt probiere ich noch so eins. Also es schmeckt zumindest nicht schlechter als M&M's. Es kann mindestens mithalten. Flakes mag ich ein bisschen mehr. Ja, M&M's sind ein bisschen knuspriger. 8 von 10 für mich. 9. Endlich Konkurrenz für diese altbekannten Produkte. Es muss immer was Neues geben. Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber auch schon lange, oder? 1954? Kann man die jetzt vor kurzem erst in unsere Supermärkte vielleicht? Ich habe sie nie gesehen vorher. Leute, bin ich dumm? Klar, aber ich meine, bin ich so dumm? Schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch ewig lang kennt oder was. Ich kenne schon was länger auf jeden Fall. Jetzt nicht ewig lang. Ja, aber du hast sie noch nie probiert, die Flips. Die Cornflakes nicht. Flakes. Na, siehst du? Die nicht. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Runde 10. Nee, nicht solche. Nicht solche Sachen. Jetzt wird's wild, mein Lieber. Und zwar vegan Kalamari, Junge. Du darfst ja auch oft Sachen nicht probieren, die mit Fleisch sind. Ja, aber du bist ja kein nicht Gemüseesser. Ah, komm, diese Augenlügen. Könnte lecker sein. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht doch geil aus. Das ist wirklich unnötig. Wow, man muss ja wirklich angeln erstmal. Man muss die rausfischen. Oh, ich glaube, die musst du noch panieren und so. Die muss man panieren. Wir probieren es aber ohne panieren, um zu erfahren, ob das wirklich nach Kalamari schmeckt oder nur so aussieht. Das Normale ist ja auch schon übel eklig, oder? Und das sind einfach so Pilze, die in Ringe geschnitten wurden. Das ist ja ein genialer Move auf jeden Fall. So kann man auch seine Kunden verarschen. Hat schon Konsistenz von Kalamari. Hat schon Konsistenz? Ich hab's einmal probiert, damals Laurette de Mar, vor 20 Jahren oder so. Ich hab was gekotzt. Also schon eine ähnliche Experience wie damals, glaube ich. Ich muss weinen, glaube ich. Mir geht's nicht gut. Das war echt eklig. Das schmeckt irgendwie fischig, oder? Nee, nach Pilz schmeckt das einfach. In so Fischsoße eingetaucht. Ja, ja. Ekelhaft. Ja, vielleicht muss man sie wirklich erstmal frittieren. Ich weiß auch nicht. Gar nicht erst wieder kaufen. Einfach sein lassen. Nicht erst kaufen. Ich habe dafür 5 Euro bezahlt, glaube ich. Ich dachte, die kommen genauso raus wie auf dem Bild. Das ist eine 1. Ich sag aufs Mitleid. Eine 2 für den Versuch irgendwie. Viele Leute, wenn sie auf vegane Ernährung umsteigen, vermissen diese ganzen alten Sachen. Und es ist ja ein netter Versuch, das hier denen zurückzugeben. Aber Bruder, der ist es nicht auf jeden Fall. Runde 11. Noch ein Getränk. Lokus Quark. Echt? Boop, boop, boop. Flex. Hat der was Neues rausgebracht? Aber mit Alkohol, hä? Hey, das haben wir doch schon probiert, oder? Nee, wir haben es ohne Alkohol probiert. Whisky Cola, Alter. Nein, das haben wir probiert. Das haben wir probiert? Ich schwöre, das haben wir probiert. Ich kann nicht, oder? Ich probier's mal. Also, er hatte noch so andere 2 Alkoholsorten mit Wodka Acai und noch irgendwas. Vielleicht haben wir auch das mit Wodka Acai probiert. Ich finde, das passt nicht. Klar, Rapper haben ein böses Image und so, aber in seinen Songs dreht sich doch nicht alles um Alkohol. Das ist doch mehr so auf Sporty Morty, oder? Das schmeckt wie Jim Beam, oder? Wieso frage ich dich? Du hast noch nicht probiert, oder? Du willst doch probieren. Es gibt ja diese Jack Daniels Fertigmix und Jim Beam Fertigmix. Jack Daniels schmeckt schon ein bisschen besser als Jim Beam. Und ich mag das ist halt wie aber Jim auch einfach Beam, kein Whisky Cola, ne? Ich auch nicht. Warum hast du gar nicht? Ja, zum Testen. Weil ja, ich noch nie probiert. Mehr ist es echt nicht. Es ist auch also dieses viel zu süße einfach da drin. So lakritzige Süße, die einfach so ekelhaft nach vorne kommt. Warum trinkst du nochmal? Ja, ich dachte, da bist du viel Jokolade drin, für weißt du? Rausch. Geschmack verschmeckt. 1 von 10. Leute, Alkohol ist sowieso scheiße. Ja, das sowieso. Lasst es. 3. Probiert's erst ist gar okay. nicht. Runde 12. Wir haben hier noch, oh, schön. Was Deftiges, Mächtiges. Eldorada, Dalio, irgendwas, Krokante. Da muss ich an Falco denken. Roberto Krokante. Das ist hier mit Barbecue-Geschmack. Irgendeine neue Chipsmarke. Muss man probieren. Ich habe sie noch nie gesehen. Eldorado kennen wir alle, ne? Stand aus Gold. Natürlich kennt man's. Also ich würde sagen, ich bin schon Chips-Fan. Und ich probiere gerne immer neue Sachen aus. Aber wenige schmecken mir richtig gut. Barbecue ist auch ein geiler Geschmack eigentlich, aber ist nicht einfach hinzubekommen. Riecht aber gut, finde ich. Ja, sehr süßlich, der Geschmack. Ich glaube, Barbecue muss süß sein. Ja, aber nicht so. Doch. Ich finde sogar sehr geil, muss ich sagen. Ist 8 von 10, glaube ich. Verpackung lässt zu wünschen übrig. Könnte ein bisschen schöner sein. Aber geschmacklich, Junge. 8 von 10 gehe ich mit. Ich fühle mich abgeholt. Fühlt sich auch nicht so krass fettig an. Fühlt sich mehr so gebacken an als frittiert. Ich mag die Struktur, dass sie so ein bisschen fester ist. Nicht direkt zerbröselt. Ja, sehr knusprig. Und ich finde die Farbe schön orange. Auf der Kamera wirkt es gerade gelblich, aber das ist eigentlich viel roter. Der hier, sieht man es bei dem nicht? Nee, nicht wirklich. Der ist voll orange eigentlich. Ja, Handyqualität. Ich dachte, iPhone kann Filme machen mittlerweile. So ein geiles Produkt. Die sind lecker, ja. 8 von 10, sehr verdient. Gute. Runde 13. Was ist es?
Also normalerweise gibt es ja Kokoswasser in diesem Fläschchen. Ja. Aber es ist Kokoswasser mit Mango. Magst du das normale Kokoswasser? Ja, das Ding eher ist, so ein Urlaubsding, würde ich je sagen. Je nachdem, welche Marke. Manche schmecken gut, manche schmecken so ein bisschen holzig. Ja. Mal schauen, wie das mit Mango schmeckt. Design ist okay, Klassiker, kennt man so, hat man schon tausendmal gesehen. Mango-Geschmack finde ich nur in der Mango gut. Mango nur in Mango? Digga, will er mich. Riecht doch full nach Mango, gar nicht nach Kokos. Oh, stimmt, aber nach so dieser echten Mango. Der Geruch ist 10 von 10, würde ich sagen. Aber geschmacklich auch gut. Schmeckt ein bisschen nach so Joghurt, Litschi-Joghurt. Das passt nicht zusammen, finde ich. Es ist außergewöhnlich, natürlich nicht für jeden was, aber mindestens eine 6 von 10 würde ich dem geben. Fruchtig, exotisch, lecker. Fruchtgehalt 99%, geile Zuckerzusätze. Dies, das, nur 4,9 Gramm Zucker, kann man machen. Ist solide. Schmeckt übel süß dafür. Was ist für dich eine solide? 4 vielleicht. Echt? 7 wäre das für mich. Was auch immer ich davor gesagt habe, ist jetzt annulliert, ist jetzt das. 7 4. von 10. Ah, bist hochgekommen, ne? Ja? Ihr habt doch gesagt 4. Ja, du hast 3 gesagt. Bist verwirrt heute ein bisschen. Heute bin ich verwirrt. Heute ist Sonntag und mir ging es vorhin richtig schlecht. Ich war spazieren, plötzlich ist mir schlecht geworden. Weiß auch nicht warum. Vielleicht sterbe ich ja bald. War schön mit euch trotzdem. Falls es das letzte Video ist, hab euch lieb. Hä? Ja, man muss vorbeugend sich verabschieden. Vorbeugend? Nee, oder? Du willst dich vorbeugen? Ich will mich verbeugen. Alles klar, Digga. Runde 14. Das nächste Ding ist eigentlich ein Influencer-Produkt, was man so mit Milch isst, von Sarah Harrison oder so. Und die haben jetzt so verschiedene Frühstückssachen, weißt du? Dry Beers, Meals. Granola Mola mit Kakao und Erdnuss. Also ich bin kein großer Fan von so Frühstücksflocken, Haferflocken oder hier Granola. Was sind das für Haare hier? Das ist so Klebehaare. Sind das Haare von Sarah Harrison? Wow. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, sieht ordentlich aus. Riecht nicht so süß auf jeden Fall. Schmeckt nicht schlecht. Ist auch süßer, als ich gedacht hätte. Mhm. 15 Gramm. Das schmeckt wirklich sehr gut. Ist echt lecker. Ich will es nicht nochmal essen als Frühstücksflocken, aber man muss sagen, es ist ein gutes Produkt. Stabile 7 von 10, würde ich sagen. 8 von 10. Ihr habt das gut hinbekommen, auf jeden Fall. Hey, ich lese noch hier. Ach so. Kannst du auf Porridge oder in deine Smoothie Bowl machen, angerührt mit Milch oder einer pflanzlichen Alternative, als crunchy Highlight auf Obst oder Joghurt. Mhm. Also die denken, ihre Kunden sind dumm, ne? Das muss man mal erklären, wie man eine Granola essen kann. Ja. Runde 15. Eine letzte Sache, aber ein Problem. Das ist ein Pesto. Wir haben keine Nudeln zum Pesto. Probieren wir so, oder? Probieren wir so. Vegan und sogar noch hier Basilikum-Limone. Wow. Interessanter Mix, oder? Ohne. Ich esse öfter mal Pesto von Barilla. Vor allem dieses Calabrese, glaube ich. Das ist lecker, ja. Das ist ganz geil. Und das vegane Grüne ist auch ganz geil, finde ich. Das ist was Neues. Mit Pinienkernen. Ich mag den Zitronengeschmack nicht. Echt? Übel geil, finde ich. Ich mache mir heute Nudeln damit. Mega geil. Ich mag Zitronenzeste nicht so gerne und ich mag Zitronengeschmack in sowas auch nicht so gerne. Boah, was laberst du? 9 von 10? 5 von 10. Junge, bist du vom Himmel gefallen, oder? Nee. Warum? Weil ich so ein Engel bin. Probiert's aus, vor allem, wenn ihr so Zitronenpasta mögt. Beste. Dann geht's euch übelst beste ab, sage ich. Hast du schon mal selbst gemacht, Zitronenpasta, diese TikTok-Rezept? Mhm. Auch geil. Traum mir, Bruder, probier's doch mal jetzt. Bitte helfen Sie mir. Öffne dich. Ja, genau. Ja, okay, dann halt ich. War toll. Ich fand, es war weniger wild, als ich eigentlich am Anfang gedacht habe. War okay heute. War super. Das meiste war lecker, hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es gerne natürlich mit einem Daumen nach oben. Schaut bei Smiley vorbei, da gibt es auch ein neues Video. Schaut die Videos an, die hier eingeblendet sind. Mach mal, ey. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt ihr schön, gesund und gut drauf. Tschüss. Tschüss.